Der Spread. Ein sehr, sehr mysteriöses, anmaßendes Wort, was im Hintergrund immer so ein bisschen bei den ein oder anderen Aktienforen und Aktienkauf mit rumschwirrt. Und der Spread ist das, worüber wir heute in diesem Video mal konkret reden und wie sich das positiv oder negativ auf deinen Aktien- oder ETF-Kauf auswirken kann. Und darum herzlich willkommen zurück bei Finanzrebellen, hoffentlich dein Lieblings-Finfotainment hier auf YouTube. Und man muss sich erstmal die Frage stellen im Allgemeinen, was ist denn dieser Spread überhaupt? Und in der Finanzszene, sorry, kleinen Hänger gehabt, ist der Spread sozusagen mit verschiedenen Definitionen behaftet. Wir finden das sozusagen allgemein im Aktien- und Börsenhandel, sowohl beim Optionshandel als auch bei den Ausführungen selber und so weiter und so fort. Welchen Spread ich meine, ist aber sozusagen bei gewissen Brokern und auch gerade im speziellen Neo-Broker wie Trade Republic, wie Scalable, aber auch viele Banken, die Direkthandel betreiben, wie die Direktbanken zum Beispiel selbst, ING, Consorsbank. Dort ist das, um es mal aus meiner Definition für euch zu sagen, der eigentliche Kurs der Aktie, den ihr am Handelsplatz abrufen könnt, in Differenz zum Kaufkurs des Brokers. Also beispielsweise, hier habe ich schon das Beispiel für euch liegen, der Kaufkurs der Aktie würde gerade bei 97,54 Euro sein und der Broker gibt die Aktie für beispielsweise 9,60 Euro raus. Und diese Differenz von diesen jetzt angesprochenen 6 Cent, das ist dieser sogenannte Spread, von dem ich meine. Und der Spread dient auch gerade diesen Brokern zu etwas sehr, sehr Wichtigem. Gerade die Broker, die mit sehr günstigen Konditionen oder teilweise sogar kostenfreien Handel werben, sind meistens die, die einen Spread oder sogar einen höheren Spread auferlegen. Also darüber beziehen sie dann sozusagen ihr weiteres Geld. Weil diese Differenz streichen sie sich meistens zusammen mit dem Handelsplatz ein und machen dann so eine, weiß ich nicht, 50-50-Vereinbarung, ähnliches. Da lassen die Broker leider selten oder gar nicht transparent durchblicken, wie das Ganze läuft. Aber das ist gerade bei diesen vielen Neo-Brokern dort draußen im Hintergrund das laufende Verdienstmodell. Und ich zeige euch das mal konkret an einem Beispiel hier auf dem Bildschirm in Form eines ETFs, einem meiner Lieblings-ETFs, die ich auch selber mit bespare, mit bediene. Und das ist hier in diesem Fall der Vanguard FTSE All World. Und das ist der letzte Kurs, den es über die Handelsplattform Xetra gegeben hat. Ihr seht hier auf der Seite von Onvista lassen sich dort verschiedene Handelsplätze auswählen, die zum Beispiel auch noch einen Kurs haben, wie zum Beispiel hier noch an TradeGate. Die haben ja bis 20 Uhr offen. Jetzt haben wir es hier 19.04 Uhr. Und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel auch hier GetEx, das ist ja die Börse, über die Scalable konkret arbeitet. Und hier jetzt mal nochmal für euch den Spread zu verdeutlichen, habe ich euch auch nochmal das 123 Scalable Depot aufgemacht von mir, von dem Community Depot. Und wir nehmen hier nochmal als konkretes Beispiel den Vanguard FTSE All World gleich mit, wie wir ihn jetzt auch schon hier gesehen haben in der Übersicht. Und ich suche ihn nochmal schnell für euch. Ganz einfache Suchfunktion rauskloppen bei Scalable. Lädt gerade ein bisschen, Internet nicht bezahlt. Ne? Muss man vielleicht doch mal ein paar mehr Telekom-Aktien noch nachkaufen. So, Vanguard. Und da ist er, weil ich ihn schon in meiner Watchlist habe. Und hier sehen wir es jetzt ganz konkret. Also aktueller Kurs, ne, von an der Handelsplattform GetEx von Scalable ist 97,56 Euro. Und hier haben wir jetzt 97,54 Euro an der Xetra zum letzten Kurs. Also hier entsteht jetzt sozusagen dieser Spread von 2, jetzt sind es 3, jetzt sind es 4 Cent aufgrund des Handels. Und das ist das, was einen Anleger auch sowohl positiv als auch negativ Geld kosten kann. Und dieses Beispiel möchte ich mal jetzt konkret auch für euch und mit euch aufgreifen. Nehmen wir da mal, machen wir mal den Kurs jetzt fest. Wir blenden es in der Grafik ein von 97,50 Euro. Und ihr wollt einen einmaligen Kauf, das kann jetzt wie gesagt der ETF sein, aber auch die Aktie, von 10.000 Euro. Also ihr seid jetzt interessiert an einem größeren Kauf. Und wir vergleichen das Ganze jetzt mal, indem wir sagen, okay, wir hätten die Möglichkeit, 5 Euro Gebühr zu bezahlen. Wir haben die Option eines kleinen Spreads und wir haben auch die Option eines großen Spreads. Und gehen wir mal erstmal von dem Szenario aus. Wir wollen
für die 10.000 Euro 100 Aktien kaufen bei dem Anbieter, der den Kurs jetzt 1:1 rausgibt und das mit 5 Euro Gebühr, hätten wir natürlich jetzt 100 Stück für 9.750 Euro gekauft. Plus 5 Euro kommen da noch oben drauf in dem Gesamtwert, was man ausgegeben hat. Aber wir hätten diese 100 Aktien zu den 9.750 Euro bekommen. Jetzt gehen wir mal von aus, in dem ersten Beispiel, vielleicht kaufen wir es hier konkret bei dem Broker Scalable, dass jetzt gerade der Kurs von dieser Aktie oder dem ETF dann bei 97,52 Euro steht. Auch wollen wir hier wieder 100 Stück an der Stelle kaufen und in dem Fall machen diese 100 Stück dann 9.752 Euro. Das heißt, wenn wir mal diesen kleinen Spread da rausklammern, dann hätten wir jetzt hier konkret einen Spread von 2 Euro gehabt. Und in dem Fall muss man auch ganz klar sagen, hätten wir natürlich einen klaren Vorteil gegenüber der Gebühr von 3 Euro gehabt in der Differenz, weil das haben wir sozusagen beim Aktienkauf weniger bezahlt durch den Spread. Aber es kann natürlich auch, wenn jetzt gerade zum Beispiel keine reguläre Handelszeit mehr ist, wie jetzt hier der Spread höher ausfallen nach den Handelszeiten. In diesem Beispiel nehme ich mal 97,79 Euro und ich habe die Zahlen einfach mal gedreht, es klang schön für das Beispiel. Und auch wieder der Kauf von 100 Stück, 100 Aktien oder ETFs und das wären dann 9.779 Euro dann insgesamt, die man von den 10.000 Euro aufgebraucht hätte und hätte dann jetzt aber durch den Spread insgesamt sogar eine Gebühr von 29 Euro gehabt. Das heißt, hier hätte sich der Spread sogar sehr, sehr nachteilig ausgewirkt. Und Tipps gebe ich noch am Ende, wie man das Ganze umgehen kann. Ich möchte aber auch noch auf ein zweites Szenario hinweisen im Rahmen des Spreads, dass sich zum Beispiel auch die Aktienanzahl negativ auswirken kann, wenn man zum Beispiel mit einem Spread arbeitet und das Ganze limitiert, also dass man sich sozusagen in dem Order ein Limit für die Ausgabe von 10.000 Euro setzt. Das kann man übrigens auch, soweit ich weiß, bei Scalable machen. Ich zeige das kurz nochmal hier, was ich damit meine. Ihr sagt zum Beispiel beim Kaufen, ihr möchtet entweder nach einem Zielbetrag kaufen, hier von 10.000 Euro, dann hätten wir jetzt hier in diesem Fall 102 Aktien zur Verfügung und oder natürlich könntet ihr auch nach einer Stückzahl kaufen, dementsprechend, wie man es möchte. Wir gehen jetzt mal nach diesem Zielbetrag, was ich meine, dass da sich auch etwas negativ auswirken kann. Also 10.000 Euro wollt ihr haben, 100 Aktien wollt ihr dafür jetzt kaufen insgesamt. Die Aktie kostet auch 100 Euro, also einfaches Rechenbeispiel an der Stelle. Sprich, wenn wir jetzt auch nochmal das rübermünzen auf den Gebührenordner, nicht Gebührenordner, sondern diesen Gebührenbroker, dann ist es so, dass natürlich 10.000 Euro ausgegeben werden, 1:1 für die Aktie, plus noch daneben 5 Euro Gebühr. Das heißt, man hätte insgesamt sozusagen 10.005 Euro ausgebracht und 100 Aktienanteile bekommen. Gehen wir jetzt aber mal aus, dass die Aktie zu diesem Zeitpunkt oder auch der ETF, je nachdem, durch den Spread nicht 100 Euro pro Stück kostet, sondern 102 Euro pro Stück. Und wenn man sich jetzt in diesem Bereich limitiert, also sagt, okay, ich möchte maximal 10.000 Euro ausgeben bei so einem Broker wie Scalable, würde das jetzt natürlich dazu führen, dass du nur noch 98 Aktien bekommst, weil sich das Ganze natürlich limitiert und runterrechnet und nicht, wenn du die 100 Euro hättest, blenden wir ja auch nochmal ein, hättest du 10.200 Euro ausgeben müssen. Das heißt, du wärst 200 Euro sogar über den gesetzten Limit der gesetzten Einstellung gewesen. Und wenn man das jetzt vielleicht auch mal auf größere Volumen und Sparplanausführungen mal sich hochrechnet, dann wird man wahrscheinlich feststellen, okay, entweder A, man hat vielleicht über die Jahre doch immer ein klein bisschen mehr für die ETF-Anteile ausgegeben oder B, es ergeben sich insgesamt weniger Anteile. Das fällt natürlich in den ersten Jahren gar nicht so stark auf, aber kann dann zum Beispiel in einem Vergleich über Jahrzehnte dann doch schon etwas krasser ausfallen. Und darum hier jetzt noch mal kurz zusammengefasst die Tipps, was du machen kannst, um A, den Spread entweder komplett zu umgehen oder B, natürlich den Spread möglichst gering zu halten. Tipp Nummer 1 ist ganz klar, wie ich es euch jetzt hier gerade gezeigt habe, immer die Handelsplätze erstmal vergleichen, wenn ihr einen Broker habt, der verschiedene Handelsplätze bietet. Soweit ich weiß, kann man mittlerweile bei Scalable auch über einen zweiten Handelsplatz kaufen, Cetra, wenn ich mich nicht täusche an der Stelle. Das heißt, hier wäre es auch möglich, gegen den kleinen Aufpreis von 1 Euro pro Order, so wie ich das noch in Erinnerung habe, auch an der Cetra zu handeln. Aber zum Beispiel sich, wie hier, ich das jetzt zeige mal, den ETF oder die Aktie aufrufe und ihr einfach über verschiedene Handelsplätze schaut, okay, wo, an welchen Handelsplatz ist es am günstigsten und wie verrechnet sich das mit der Gebühr und oder nicht. Ja, das heißt, immer tagesaktuell, wenn ihr eine Order auslöst, schauen, ob es günstig ist und ob die Differenz natürlich nicht allzu groß ist. Die zweite mögliche Alternative ist immer, wer hätte es gedacht,
immer noch einen zweiten Broker mit am Start zu haben. Den verlinken wir euch unten übrigens auch mal mit in der Infobox und in den Kommentaren. Dort also die Möglichkeit zum Beispiel sagen, okay, ich habe noch eine ING oder auch eine Consorsbank als Broker, wo ich noch weitere Handelsplätze zur Verfügung habe und auch eine feste Gebühr, gerade wenn du große Orders machst, ja, um da die Kostenquote gering zu halten. Und der dritte Tipp, den ich dir immer geben kann, um den Spread natürlich möglichst niedrig zu halten, immer zu regulären Handelszeiten das Ganze handeln. Das ist hier in Deutschland von 9 bis 17:30 Uhr. Das sind die regulären Handelszeiten. Und in diesen Zeiten, im Idealfall am Nachmittag, ist der Spread immer verhältnismäßig am niedrigsten bei Aktien und bei ETFs, bei solchen Brokern. Natürlich immer Abweichung, darum immer nochmal an Schritt 1 denken, auch zeitaktuell vergleichen. Und dann rutscht man auch nie langfristig in diese Kostenfalle oder, wie ich es nenne, in diese Anzahl Orderfalle, dass du sozusagen für dein Geld weniger Aktien- oder ETF-Anteile orderst. Und damit sind wir auch schon durch. Das ist allgemeines Wissen, was du als Anleger haben solltest, um immer das Maximalste auch aus deinen Aktien rausholen können. Sag mir erstmal in den Kommentaren, ob ihr das gewusst habt und wie ihr das Problem für euch löst und ob ihr noch mehr solche Videos dieses Formates haben wollt, damit wir wissen, was wir euch in nächster Zeit auch gönnen können auf diesem YouTube-Kanal. Das war es soweit von mir, Joschka Birkert, Online-Finanzberater hier aus Leipzig. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.